Heute in den Foto News einige Neuheiten, und zwar unter anderem die Nikon ZFC, eine neue APS-C DSLR-Kamera, ein 14 bis 35 mm von Canon. Bisschen bessere Lieferbarkeit und spannende Angebote gibt es auch mal wieder. Fangen wir an mit dem neuen Canon-Objektiv. Und zwar hat Canon ein 14 bis 35 mm vorgestellt für das RF-System, also für seine spiegellosen Vollformatkameras. Was ist besonders dran? Canon hat ja schon ein 15 bis 35er im RF-System drin. Also so gesehen füllt man jetzt keine Lücke, die vorher da gewesen wäre. Allerdings war das 15 bis 35 mm Blende 2.8. Also sagen wir mal grob vergleichbar so mit dem Vollformat-Klassiker aus der Holy Trinity, 16 bis 35 mm 2.8, das gab es ja bei fast allen Spiegelreflexkameras im System, zumindest bei den Vollformatkameras. Hier jetzt das 14 bis 35, also nochmal ein Stück weit weitwinkliger, der Unterschied zwischen 14 und 16 mm ist dann durchaus schon signifikant, also verglichen mit den DSLRs. Jetzt mit einer durchgehenden Blende von 4. So was Ähnliches hatte Canon auch schon für DSLR-Kameras, damals eine 16 bis 35 mm Blende 4. Und wie auch bei den DSLRs der Unterschied, die etwas lichtschwächere Variante mit Blende 4 ist optisch bildstabilisiert. Hat mich persönlich ein bisschen erstaunt, denn immerhin hat Canon ja mit der EOS R5, R6, bald auch EOS R3 mittlerweile relativ viele Kameras, die auch eine integrierte Stabilisierung haben, und für gewöhnlich funktionieren die Stabilisatoren in den Kameras bei sehr weiten Bildwinkeln nochmal deutlich besser als bei langen Brennweiten. Das habe ich mir gedacht, wo ist da genau der Sinn? Aber klar, man hat einerseits die EOS R, EOS RP, die ja nicht stabilisiert sind, und dann kommt dazu, Canon hat ja auch eine Dualstabilisierung, kann also nochmal mehr herausholen. Also dann vielleicht wirklich um die 8 Stufen in der Dualstabilisierung, das wäre dann doch einiges, dass man wirklich mehrere Sekunden vielleicht sogar aus der Hand fotografieren könnte im Ultraweitwinkel. Schauen wir einfach mal, was die Tests so bringen werden. Das Objektiv soll noch im September auf den Markt kommen für knapp 1.800 €. Und damit ist man auch ein gutes Stück weit günstiger als die 2.8er-Version. Das 15-35er, das kostet ja um die 2.500. Es geht langsam wieder bergauf beim Thema Lieferbarkeit. Ich hatte vor einigen Wochen, über einen Monat ist es mittlerweile her, ein kleines Special mal gemacht, was auch ziemlich gut ankam oder aufgenommen wurde, zum Thema, warum sind so viele Kameras und Objektive gerade nicht lieferbar. Klar, PlayStation 5 und so weiter und so fort auch nicht, aber jetzt mal aufs Fotografie-Thema bezogen. Wer Lust hat, schaut gerne rein, ist hier in der Infocard drin verlinkt. Und es hat sich jetzt ein bisschen was gebessert, also nicht alles ganz klar. Viele Kameras und Objektive sind teilweise immer noch nicht lieferbar, aber ein ganz schwerer Fall kommt derzeit langsam wieder in den deutschen Handel rein und freut mich persönlich auch sehr. Genauer gesagt, die Sony Alpha 6100, die war wirklich jetzt fast ein halbes Jahr so gut wie gar nicht mehr zu bekommen oder mit mehreren Monaten Wartezeit. Und jetzt steht bei vielen Händlern drin, in 2, 3, 4, 5 Tagen kommt was, 1, 2 Wochen, dann ist die Lieferung hier. Bei einigen ist es sogar schon wieder verfügbar. Und ein ganz besonderes Angebot, darauf kommen wir jetzt. Rollei zelebriert noch bis nächsten Montag seinen Summer Black Friday. Gibt es wieder einige spannende Angebote, unter anderem eben die Sony Alpha 6100 für 888 € im Kit. Okay, das bekommt ihr anderswo langsam auch und teilweise noch 2, 3 € günstiger, aber hier in dem Kit ist noch einiges mehr mit dabei. Unter anderem ein Rollei-Stativ, das C5i in der Carbon-Variante. Das kostet alleine so um die 110-120 €, wenn ihr das kauft. Noch ein Reinigungsset sowie passend zum 16 bis 50 mm Kit-Objektiv auch noch ein UV-Schutzfilter. Aber natürlich gibt es noch deutlich mehr bei Rollei im Summer Black Friday. Unter anderem Wildrox-Objektive für das Sony E-Bajonett. Adapter von Nikon F und Canon EF auf den Fujifilm X-Mount. Jede Menge Angebote im Bereich Beleuchtung und natürlich auch wieder diverse Rollei-Stative, unter anderem das C5i, C6i, das Compact Traveler und noch viele, 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 viele mehr.
Wenn ihr mehr Infos dazu haben wollt, dann schaut doch mal jetzt unten in die Videobeschreibung rein. Da haben wir die Übersichtsseite von Rollei einmal verlinkt. Oder optional könnt ihr auch jetzt hier in die Infokarte reinschauen. Da haben wir nochmal im Forum für euch die Highlights aus dem aktuellen Sale zusammengefasst. Dann aber jetzt noch zum ganz großen Highlight dieser Woche an neuen Produkten. Und das ist für mich zumindest die Nikon ZFC, eine neue APS-C-DSLM-Kamera von Nikon. Wobei man kritisch sagen könnte, so neu ist sie eigentlich gar nicht, denn von den Spezifikationen her, von der verbauten Technik, ist sie nicht identisch, aber sehr nah dran an der Nikon Z50. Die haben wir auch schon getestet. Den Link findet ihr jetzt auch hier oben in der Infocard mit drin. Was hat es mit der Nikon ZFC auf sich und mit dem etwas krummen Namen? Wer sich erinnern kann, es gab ja auch eine Nikon DF, stand damals für Digital Fusion. Hat mich nicht so richtig überzeugt, war ein sehr eigenwilliger Kompromiss aus. Wir haben eine Spiegelreflexkamera und wollen sie ein bisschen analog gestalten. Einen ähnlichen, aber auch nicht identischen Weg geht man jetzt mit der ZFC. Es ist auch wieder auf Retro getrimmt, hat einen gewissen Einfluss, wenn man es mit aktuellen Kameras vergleicht, mit dem, was zum Beispiel Olympus macht, mit der OMD-Familie oder natürlich auch Fujifilm. Also wieder mehr Einstellräder dran, alles ein bisschen auf Retro getrimmt, ein bisschen auf älteren Nikon DSLR-Kameras, die es mal gab. Was man technisch neu mit reingebracht hat, was mich persönlich auch sehr freut, jetzt ein USB-Typ-C statt Micro-USB-Anschluss, der dann auch die Kamera dauerhaft mit Strom versorgen kann. Und so wie es sich hier liest, das muss ich mir aber im Test nochmal genau anschauen, so genau stand es dann leider nicht drin, soll anscheinend auch die Webcam-Funktionalität noch besser sein, also man soll es direkt einsetzen können. Ob es wirklich nativ klappt, wie gesagt, das ist dann auf jeden Fall eine Sache für den Test. Und auch das Display ist jetzt dreh- und schwenkbar oder dreh- und neigbar, wie es in Nikon nennt. Das heißt, ihr könnt es dann zur Seite einfach rausklappen. Natürlich ganz spannend für Vlogger, Selfie-Fotos und so weiter und so fort. Dementsprechend gibt es jetzt auch ein Vlogger-Kit mit passenden Handgriff noch dazu. Also man sieht, obwohl es ein bisschen auf den Retro-Stil hingeht, hat sich Nikon doch diesmal eher für noch modernere Technik entschieden. Noch ein bisschen ja, Feinschliff angelegt. Und was ich auch sehr spannend finde, man zahlt jetzt keinen Retro-Aufpreis in dem Sinn. Die UVP ist 50 Euro höher als bei der Z50 damals, als sie rausgekommen ist. Dafür hat man eben ein, zwei kleine Verbesserungen auch nochmal mit drin. Auf der anderen Seite hat Nikon jetzt auch direkt zum Start nochmal 100 Euro Rabatt bis zum September. Wenn man sich jetzt direkt für die ZFC entscheidet, gibt es nicht überall, aber im Nikon-Webshop und bei einigen Fachhändlern auch nochmal. Beispiel-Link haben wir dann hier auch nochmal unten in der Videobeschreibung mit drin. Insgesamt also halb neu, halb bekannt, würde ich mal sagen. Mit dazu gibt es dann unter anderem auch noch ein bisschen speziellere Objektive, weil die ZFC in so einem Silber gehalten ist. Da gibt es jetzt nochmal vom Kit-Objektiv zum Beispiel eine silberne Variante und auch nochmal im Retro-Design eine Festbrennweite mit 28 mm. Und weil es ja gerade eh um APS-C geht, hat Nikon auch noch die Entwicklung eines neuen 18 bis 140 mm angekündigt. Da gibt es noch keine weiteren Infos, außer es soll dieses Jahr dann noch im Handel erscheinen. Was war euer Highlight dieser Foto-News oder dieser Foto-Woche? Was ist Spannendes, ist vielleicht sonst noch passiert, was wir jetzt ganz vergessen haben? Schreibt es gerne unten in die Kommentare hinein.